habe den Kanal You Suck at Cooking gefunden, der übrigens sehr, sehr gut ist. Also wirklich kann ich euch nur empfehlen. Super einfach erklärt und sehr, sehr spaßig. Und zwar werden wir heute Folgendes kochen. Mit den Leftovers, wie man ja so schön sagt, die Reste. Nils, hör auf damit! Wir gucken zu viel Money Boy. Ich kotze, ey. Okay, los geht's. Yeah, you totally suck. Behold, cauliflower mac and cheese. But it's more like mac and cheese because we're substituting the macaroni for cauliflower. Don't at me. Keep in mind that cauliflower and macaroni are almost the same thing. They're both light in color, they're both good for your teeth, and they both grow in the wild. But most importantly, they're both part of the important food group, cheese delivery systems, which includes crackers, broccoli, and your finger. Damn, that's a good finger. We're gonna use one large head of fresh cauliflower, or you can use up to 12 cauliflower bricks. We're gonna use the power of finger strength to break these into bite-sized pieces and remove the bones, unless you prefer bone-in mac and cheese. Then we'll colandrize and pat it dry. Add in 3 tablespoons of olive oil, some salt, and pepper, pepper, pepper. Then we're gonna take a conscious step away from our Wang Jianglin addiction and use this as an opportunity to perfect the toss. The toss is a handy little piece of physics that harnesses the power of gravity to get all the olive oil into the crooks and the crannies of the cauliflower. Yeehaw! You can also throw the cauliflower on spin cycle. If you don't want the hassle of dismantling fresh cauliflower, you can use frozen cauliflower, also known as rockelflower. And remember, if you're making this for a fussy baby, the cauliflower bones can be easily chopped into noodle shapes if you want to waste an absolute ton of time. Now we're going to take a parchment paper coated pan and slide our cauliflower on randomly so it tastes unpredictable. And keep in mind your ABVs. Always bake vegetables. And your EWBs. Except when boiling. WVR. Which should be very rarely. LSP. Like sometimes potatoes. Alright, I'll STF you. Start the friggin' undo. On 420 fundo. Now remember, white tastes boring, brown tastes good. So we'll bake these until they start to brown. Now let's get to work on that cheese sauce. You're gonna need a cup of milk, 4 teaspoons of flour, 5 ounces or 150 grams of shredded medium cheddar. Remember, M stands for maximum altitude. 2 teaspoons of sriracha and around 57 chives. I also added in a 1/2 teaspoon of salt. Now you want to chop these chives up finely. Some people worry about chives having the word hives in it, but it also rhymes with high fives. So let's not be negative, you pessimistic son of a... Which saucepan should you use? It's all right, let's check on the cauliflower. We're going to rassle these up and bake them a little bit browner. Be not afraid. Get that cup of milk in and heat it up to medium and whisk in that flour. Now work in those chivey particles. Add in the sriracha or other hot sauce and the salt. Now Wang Jangle while bringing it up to a boil and make sure to block the view with your hand. We'll remove it from the heat, then sprinkle in and combine that cheddar. Or you can keep it on the heat and watch as the cheese becomes an irredeemable glob of gloop inside a pot of steaming milk. Your cheese sauce, your life. By the way, when that cheese sauce cools and thickens, it makes excellent savory frosting. Now our cauliflower has gone through a butterfly-like transformation into something beautifully delicious. You have a choice here. You can plate the cauliflower, then drizzle, or just give it a ride down the parchment paper express and combine it in the pot. Keep in mind that what you're doing when you make cauliflower mac and cheese is tricking yourself into eating vegetables. Just like the olden days, when vegetables used to be disguised as fish. Okay, das machen wir. Nur mit einer kleinen Abwandlung. Ich habe keinen Cheddar, sondern ich habe nur Gouda und ich habe auch noch Brokkoli. Das heißt, wir werden das ein bisschen wilder gestalten heute. Aber das sind die Reste, die ich noch übrig habe, die wir heute verkochen können. Ich bin mir nicht sicher, ob ich noch Kartoffeln dazu mache oder nicht. Ich habe nämlich auch voll Bock auf Kartoffeln. Aber ich glaube, zu Mac and Cheese gehen Kartoffeln nicht. Hat schon mal jemand Mac and Cheese und Kartoffeln gegessen? Okay, ich habe eine Idee, Chat. Ich hab eine Idee, was wir heute machen. Wir machen Mac and Cheese, aber wir machen uns noch richtig schöne, geile Kartoffeln dazu. Passt auf, ich zeige euch nämlich Dizzys faule Sau-Kartoffeln. Okay, holen wir mal alles, was wir brauchen. Wir haben Blumenkohl und Brokkoli. Das ist Käse. Ich habe hier noch ein bisschen Sahne. Ich habe hier noch eine Milch. Wir nehmen auch noch ein bisschen Butter. Und dann habe ich hier noch so eine Chili-Soße. Davon soll ja auch ein Happen da rein. Oh, was sehe ich denn hier? Parmigiano. Nee, wir machen keinen Parmesan rein. Parmesan ist zu nussig. Wir dürfen nicht komplett übertreiben mit den Geschmäckern.
So, dann machen wir erstmal den Blumenkohl fertig. Wir wollen ja die Füße wollen wir nicht haben. Und dann gehen wir jetzt hier bei und bröseln das ein bisschen auseinander. Das ist natürlich jetzt nicht so viel, muss man dazu sagen. Ich habe leider Gottes keinen vollen Blumenkohl. Da kann man nichts machen, aber es ist so, wie es ist. Ne? Da müssen wir jetzt einfach mal mit legen. So, das ist vielleicht ein bisschen klein zum Schwenken. Wir machen das mal so. Ich muss kurz mal aus dem Bad das Olivenöl holen. Klingt ein bisschen weird, ich weiß, aber es steht im Badezimmer. Fragt nicht wieso. Machen wir ein bisschen Olivenöl ran. Machen wir ein bisschen Salz und Pfeffer ran. Ich habe letztens auch ein Fußbad genommen mit in Olivenöl. So, wir machen noch ein bisschen Knoblauchgranulat ran, weil Knoblauch geil ist. Und dann werden wir das Ganze hier schön schwenken. So, jetzt müsste ich nur rausfinden, wo Backpapier in diesem Haushalt ist, weil wir brauchen jetzt Backpapier, weil wir hauen das Gemüse heute mal. Ey, jetzt entspann dich mal hier. Wir hauen das nämlich heute in den Ofen. So, und dann packen wir das hier rauf, verteilen das schön und dann lassen wir das erstmal richtig schön im Ofen durchbaken. So, 200 Grad Umluft und ab die Luzi. Dann nehmen wir uns das hier. Dann nehme ich mir meine Raspel. Wobei ich auf die Scheiße gar keinen Bock habe. Also machen wir das auch nicht. Dann nehmen wir uns einfach Cheese. Reicht das? Das reicht. Wir schnipseln den Cheese einfach. Heute wird übrigens vegetarisch gekocht. Kein Bacon, kein Fleisch, heute ist Veggie. Sehr gut. Das kommt dann in die Soße. Sehr gut. So, und jetzt kommen wir zu Dizzys faulen Kartoffeln. Jetzt erzähle ich euch mal, gibt es mal ein kleines Geheimrezept für ganze für die Leute, die immer gar keinen Bock haben, sich damit so lange zu beschäftigen, die Scheiße zu kochen und zu schälen. Ihr nehmt euch die Kartoffeln und dann würfelt ihr die erstmal. Nimmst die Dinger hier, kannst du auch grob machen, ist scheißegal, hauptsache kriegst du das in den Mund. Dann macht ihr euch die fertig, packt die hier beiseite, nehmt so viel wie ihr wollt. Ich esse davon immer sehr gerne ein bisschen mehr. Das ist, für mich ist das die leckerste Art, Kartoffeln zuzubereiten. Zu Hause zumindest. So, dann nimmst du die Kartoffeln, nimmst die in eine Pfanne. Jetzt musst du natürlich ein bisschen darauf achten, dass du einigermaßen Öl drin hast. Wir reden jetzt hier nicht von Frittieren, aber es sollte ein bisschen Öl drin sein. Dann knallst du die Kartoffeln rein und lässt sie ein bisschen anbraten. So, dann machen wir da ein bisschen, Salz ran. Ein bisschen Pfeffer. Normalerweise würde ich jetzt noch Knoblauch ranhauen und Zwiebeln. Das mache ich aber nicht, weil wir Mac and Cheese essen. Und ich glaube, dass zu Mac and Cheese Zwiebeln nicht wirklich dazu passen. Deswegen werden wir darauf heute einfach mal verzichten, das da reinzumachen. Jetzt schmeißen wir zwischendurch noch die Gabel runter. Kann ich euch wirklich nur wärmstens empfehlen. Es ist meiner Meinung nach die beste Art, Kartoffeln zuzubereiten, wenn man keinen Bock auf Schälen und Kochen hat. Es gibt ja so Menschen, es ist einfach großartig, es ist lecker, es ist schön crispy. Es ist nicht Pommes, aber so die Vorstufe zu Pommes könnte man schon sagen. Ohne diesen ganzen Frittierblödsinn. So, dann lassen wir das jetzt hier drinnen. So, und das kommt dann bei uns ins Mac and Cheese rein. Das wird sehr, sehr gut. Aber erstmal muss ich das Brett hier hinlegen, damit es ein bisschen auskühlt. Und dann können wir so langsam und gemach unser Mac and Cheese machen. Machen wir auch noch ein bisschen mehr. Wir sind ja zu zweit heute. Am Ende kommt noch mal ein Schluck Sahne rein. Aber nur ein kleiner Schluck. Das erwärmen wir jetzt und schmeißen wir den Käse mit rein.
Dann machen wir noch ein Happenbutternei. Wir machen noch ein bisschen scharfe Soße. Aber nur ein bisschen Müh. Das war ja in dem Rezept auch dabei, damit wir ein bisschen Geschmack kriegen. Das rühren wir jetzt noch unter, dann machen wir Salz und Pfeffer noch dran. Was wir noch machen könnten, weil in dem Video selber waren ja auch noch Kräuter dabei, nehmen wir einfach italienische Kräuter. Der italienische Kräutermix, der übrigens sehr, sehr gut riecht. Dann machen wir jetzt den Käse dran. Das ist natürlich kein Cheddar, sondern Gouda. Wenn wir das hier alles unterrühren, Hitze steht auf Medium. Und dann gucken wir mal, wie dick das wird hier. Aber ich denke, wir müssen noch gleich ein bisschen Mehl ran machen, um das etwas anzudicken. Wie gesagt, steht jetzt auf Medium-Hitze, kann jetzt nicht wirklich was passieren, kann nicht anbrennen. Wollte ich gerade sagen, ich habe gerade auch, ist mir eingefallen, dass ich auch Speisestärke da habe. Wir könnten theoretisch auch mit Speisestärke arbeiten, um das ein bisschen dicker zu machen. Ich habe aber so das Gefühl, dass das zu wenig Käse ist. Ich habe das Gefühl, es ist zu wenig Käse. Ich glaube, wir müssen noch mal nachlegen. Wir gehen rein. Wir machen es jetzt einfach. Dann machen wir gleich noch einen Happen Sahne ran. Also wirklich nur ein Müh, damit es schön cremig wird. Und dann machen wir ein bisschen Speisestärke, aber es muss noch ein bisschen gehen. Das erste Mal Mac and Cheese. Und das hat auch noch die vegetarische Variante. Wobei Mac and Cheese grundsätzlich ja vegetarisch ist, fällt mir gerade ein. Aber wir machen es mit Gemüse. Wir müssen heute wirklich, ohne Scheiß, Leute, wir müssen die 6,5 von 10, von die meine Freundin mir gestern gegeben hat, da müssen wir dran arbeiten. Also wenn das heute nochmal 6,5 von 10 wird, dann höre ich auf zu kochen. Ja, dann höre ich echt auf zu kochen. Weil dann zweifle ich wirklich an mir selber. Ah, komm, wir müssen probieren. Ey, ich stehe heute richtig unter Druck. Und wie Moneyboy sagen würde, ich habe heute richtig Pressure. Naja, könnte mir schon ein bisschen gefallen. So ein Schluck Parmesan wäre schon geil. Parmesan ist ja doch sehr würzig und nussig im Abgang. Wir gehen die sichere Route heute. Wir gehen die sichere Route. Die Kochzukunft steht auf dem Spiel. Wir gehen sicher rein heute. So, jetzt nehmen wir uns mal ein bisschen was von dieser wunderschönen Speisestärke, damit wir das noch ein bisschen andicken können. Ich hätte gedacht, es wird ein bisschen dicker. Und ich kann es echt zugeben. Ich glaube, wir machen das Gemüse neu. Und dadurch, dass wir da Gemüse reingemacht haben, und dann sieht das nicht mehr so nach ungesundem Essen aus. Tja, clever gemacht. You suck at cooking. Wollt ihr eigentlich live gleich die Bewertung haben, ja, oder? Dann fülle ich das jetzt. Mager! Boah, hab ich mich erschrocken. Das erste Mal Mac and Cheese. Ich glaube, das ist kein gutes Mac and Cheese geworden. Möchte ich extra nochmal dazu sagen. Ich glaube, es ist kein gutes Mac and Cheese. Wir werden irgendwann nochmal Mac and Cheese, glaube ich, ein bisschen besser machen. Ja? Okay. Oh oh. Oh oh, der Blickchat. Ich krieg einen Zettel geschrieben von der Regie. Der Blumenkohl ist noch hart, okay? Ich hab reingekackt. Der Blumenkohl ist noch hart, fuck. Okay, ich esse. Das ist pissfest, what the fuck? Das ist halt nicht in Wasser, das ist im Ofen gemacht, das ist normal. Nein, das ist normal. Also der ist wirklich durch. Also okay, Kommando zurück. Meine Freundin kann bissfest, also knapprig aus dem Ofen, nicht auseinanderhalten von gekochtem Blumenkohl. Aber das ist okay, das kann nicht jeder. Kriege ich jetzt eine Bewertung? Weil das ist eine neutrale Meinung. Du bist hier quasi die Schweiz der Kochbewertung. Was? 8 von 10, damit kann ich leben. 8 von 10, Chat. Okay, fürs erste Mac and Cheese 8 von 10. Ist solide. Können wir mit leben? Können wir mit leben, Chat? 8 von 10 ist alrighty. Sehr gut.
Gut, wir haben gesaved, wir dürfen weiterkochen. 8 von 10. Ich mach mal kurz den Stream hier aus und wir sehen uns drüben, ja? Ich esse jetzt selber nochmal, um die Bewertung gegenzulegen. Ich frag nochmal, wo ist ein Mac and Cheese? Für die Leute da draußen, die es nicht mitgekriegt haben, ich habe heute mir das als Vorlage genommen. Da ist Blumenkohl und Brokkoli drin. Die Soße generell ist Mac and Cheese. Kartoffeln habe ich gemacht, weil meine Kartoffeln rumlagen und weg mussten. Also wir haben heute quasi die Resteverwertung von Mac and Cheese gemacht. Oder für Mac and Cheese gemacht quasi. Also ich selber würde schon 9 bis 10 sagen. Also geschmacklich ist das auf jeden Fall eine solide Nummer hier. Auch mit den Kartoffeln dazu ist das sehr gut. 12 von 10 ist es nicht, weil die Soße nicht schön cremig ist und ein bisschen Stückchen hat. Aber es ist sehr gut. Also die die Kombination von dieser Käsesoße, also ich nenne es jetzt einfach mal Mac and Cheese mit Kartoffeln, in dieser angebratenen Version zusammen, ist schon ziemlich geil. Die Alarmglockenbande ist zum ersten Mal da. Wow, ihr seid Feuer, Baby.